Hallo und herzlich willkommen zu Hier und Heute, den Nachrichten aus Ihrer Region. Der Lenné-Park in Frankfurt oder ist nicht automatisch so schön, wie er ist. Dazu braucht es viel Unterstützung und auch viel Geld. Die Bürgerinitiative Lenné-Park, geleitet von Sonja Gudlowski, setzt sich jedes Jahr stark dafür ein und nimmt mit Aktionen viel Geld ein. Wie viel in diesem Jahr zusammengekommen ist, sehen Sie im folgenden Beitrag. Am Donnerstagnachmittag lud die Bürgerinitiative Lenné-Park zu zwei abschließenden Höhepunkten im 13. Spendenjahr ein. Landschaftsarchitekt Jürgen Kleberg führte durch den Nordbereich des Parks und gab Auskunft zum aktuellen Baugeschehen der Umgestaltung des Areals zwischen Grotte und Karl-Marx-Monument. Sonja Gudlowski, Partnerin der Bürgerinitiative Lenné-Park, freute sich über die große Resonanz der Teilnehmer. Ich denke, wir haben ganz viel Interessantes heute gehört über die Grotte, über die Entstehung der Grotte, wie sie jetzt saniert wird, aber wie sich auch der ganze Bereich ändern wird. Und es ist ganz spannend, wenn man natürlich Gegenwart mit Historie so verbinden kann, wie mit diesem Bauwerk die Grotte. Und das war, glaube ich, das Wichtige heute auch, was die Teilnehmer an den Führungen mitbekommen haben. Aber auch, wie viele Bäume neu gepflanzt werden, auch weil der ein oder andere einen gefällten Baum hinterher trauert, nicht? Aber wie gesagt, das Gesamtbild muss entsprechend den Lennéschen Plänen doch wieder so hergestellt werden, dass es stimmig ist. Und das wird durch den Landschaftsarchitekten Kleberg in hervorragender Weise ja durchgeführt. Das war heute eigentlich, wenn man will, die Veranstaltung vor der Veranstaltung. Denn jetzt gerade eben haben wir das 13. Lenné-Park-Spendenjahr beendet. Und konnten natürlich Corona-bedingt das ein oder andere nicht so durchführen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir sind auch neue Wege gegangen und haben neue Formen gefunden, um doch etwas realisieren zu können für unsere Frankfurter, für die Bürger. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Außerdem verkündete Sonja Gudlowski von der Bürgerinitiative, wie viele Spendengelder in diesem Jahr für den Lenné-Park zusammengekommen sind und übergab einen Scheck in Höhe von 6.176,60 Euro an die Stadt Frankfurt-Oder. Bürgermeister Klaus Junghans, der den Scheck entgegennahm, sagt, wofür das Geld im Park genutzt werden soll. Es gibt verschiedene Projekte, die mit diesem Geld in Angriff genommen werden. Wir werden auf jeden Fall neue Baumpflanzungen in allen Bereichen des Parkes aufnehmen. Wir werden aber auch Beschilderungen vornehmen. Es wird Grünflächen-Renaturierungen geben. Das Geld wird an allen Stellen des Parkes überall Einfluss finden, zu sehen sein und dann auch für die Bürgerinnen und Bürger einen noch schöneren Park ermöglichen. Eine Attraktion in Frankfurt-Oder ist ganz schwer zu übersehen. Gemeint ist das Riesenrad. Und zum Weltkindertag am Wochenende war es Mittelpunkt einer Veranstaltung. Und welche genau sehen Sie im folgenden Beitrag? Die Riesenradrunde wird zur Fragestunde, hieß es am vergangenen Sonntag in Frankfurt an der Oder. Dort wurden sogenannte Gondelgespräche veranstaltet. Diese sollten Kindern und Jugendlichen aus Frankfurt-Oder die Möglichkeit geben, mit Erwachsenen aus verschiedensten Branchen ins Gespräch zu kommen. Sie durften Fragen loswerden, die sie schon immer einmal stellen wollten und wurden dazu animiert, über Dinge zu reden, die ihnen wichtig sind. Anlass für diese Idee war der Weltkindertag, der am 20. September gefeiert wird. Dieser Tag macht seit über 50 Jahren auf die Bedürfnisse von Kindern und deren Rechte aufmerksam. Initiiert wurde die Fragerunde von Frankfurts ehrenamtlicher Kinderbeauftragten Jacqueline Eckert und gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft und den Stadtwerken Frankfurt-Oder realisiert. Trotz Höhenangst begleitete die Kinderbeauftragte unseren Moderator und Reporter Phil Priewisch für ein Interview in eine der Gondeln. Frau Eckert, wir lenken uns mal ein bisschen ab, wir sprechen mal einfach, oder? Ja, bitte. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns Kinder wären, was wäre die Idee dahinter? Also heute ist ja Weltkindertag und eigentlich hätten wir heute am 20. September einen kleinen Kindergipfel gemacht mit genau der gleichen Idee, nämlich politische Vertreter, aber auch Vertreter der Verwaltung und Erwachsene miteinander, also Kinder in Verbindung zu bringen. Mhm. Und die Idee ist, dass wir erfahren, was in Kindern überhaupt vorgeht, was sie beschäftigt, was sie möchten, was sie wollen, wo wir sie unterstützen können. Und aufgrund von Covid-19 ist das natürlich in der Form, in der wir es geplant hatten, nicht möglich.
Und dann hatten wir ganz spontan die Idee, Mensch, das Riesenrad ist da. Was wäre denn, wenn Kinder mit so einer Gondel fahren und immer ein Erwachsener drin sitzt? Weil ich glaube, der große Vorteil ist tatsächlich, dass es so ein Raum ist, der deutlich kleiner ist. Man kommt sich doch ein bisschen näher. Ja. Und man ist ein bisschen vertrauter und es hört jetzt vielleicht auch nicht jeder, was man jetzt fragt. Die Erwachsenen aus unterschiedlichsten Berufen wie Zahnärztin und Bundespolizist und Einrichtungen und Unternehmen wie Stadtwerke und WoWi verbrachten ihren Nachmittag in der Zeit von 14 Uhr bis 14.30 Uhr in den Gondeln mit Kindern und Jugendlichen. Dabei blieb es selten nur beim Beruf des Gesprächspartners und die Unterhaltungen entwickelten sich in viele unterschiedliche, aber nach wie vor interessante Richtungen. Es war eine super schöne, angenehme Runde. Ich hatte die Maria mit an Bord und die hat mir erzählt, dass sie auch schon mal Gitarre gespielt hat. Und naja, ihre Schwester hat mit ihr dann aufgehört, Gitarre zu spielen und hat aber Lust, vielleicht mal wieder anzufangen. Die Kinder haben interessiert, wie das ist mit Frankfurt Oder und Swubice, was da so ist und wie man so schön gucken kann, dass das so verschieden ausschaut. Es waren interessante Fragen. Die Gondel diente als geschützter Raum, um die Neugier der Kinder herauszukitzeln. Jedoch konnten so einfach nicht alle Jugendlichen ihre Schüchternheit ablegen und drauf losfragen. In dem Fall wurde von den Erwachsenen kurzerhand der Spieß umgedreht und sie fragten einfach zuerst. So kamen die Gespräche dann in Gang. Mit wem seid ihr gerade gefahren? Was habt ihr für Fragen gestellt? Also so eine junge Frau, wie hieß sie? Die arbeitet, also war es wie so ein Jugendzentrum, also im Oderturm. Okay. Ja. Er hat uns halt Fragen gestellt, was wir in der Freizeit machen und was es für Angebote gibt. Ja, und zum Beispiel jetzt mit Jugendzentrum und was wir so für Sportarten machen und alles. Ja. Und ja, in welche Schule wir gingen und was da für Veranstaltungen waren. Die Kosten für die Fahrten wurden von den Stadtwerken und der WoWi Frankfurt getragen. Am Ende der Gondelgespräche gingen Kinder ebenso wie Erwachsene mit interessanten Eindrücken und neuen Erkenntnissen dem Sonntagabend entgegen. Nun kommen wir wieder zu den aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Heute startete das Programm der Ferieninterkulturellen Woche in Frankfurt-Oder. Den Auftakt gab es heute in der Marienkirche unter dem Motto »Zusammen leben, zusammen wachsen«. Was die interkulturelle Woche eigentlich ist, erklärte uns Milena Manns, Dezernentin für Kultur, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa. Ja, die Fähre-Woche und die interkulturelle Woche sind beides bundesweite Formate, die in über 500 Kommunen in Deutschland auch begangen werden. Und in Frankfurt-Oder kann man schon sagen, ist das eine kleine Besonderheit, dass wir sie hier verknüpft haben. Im Übrigen auch nicht nur in einer Woche feiern, sondern in mehreren Wochen, also im ganzen September finden Veranstaltungen statt. Und ich sag mal, in diesem Jahr, gerade in Zeiten von Themen wie Corona-Leugner, Hate Speeches und Fake News, ist es umso wichtiger, hier Veranstaltungsformate zu finden, um nochmal wirklich auf das Thema Integration, Vielfalt, Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Und da haben sich die Akteure des Migrationsnetzwerks Thinks wirklich eine vielfältige Palette an Veranstaltungen überlegt, um wie sie auf dieses Thema reagieren können. Es sind Informationsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, auch Feste, das Fest der Vielfalt, also sagen als Highlight dieser gemeinsamen Veranstaltungsreihe. Das sind alles Formate, um in den Diskurs zu kommen und für Demokratie, Vielfalt und Willkommenskultur auch zu werben. Weitere Programminformationen rund um die Fähre Interkulturelle Woche finden Sie unter www.slupfurt.net. Aufgrund des amtlich festgestellten Ausbruches der afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen im Landkreis Oder-Spree, Amtsgemeinde Neuzelle, wird gemäß der Schweinepestverordnung Folgendes angeordnet und bekannt gegeben. Zum Schutz gegen die besondere Gefährdung der Hausschweinpopulation durch Tierseuchen wurde um die Fundorte mit dem positiven Virusnachweis ein gefährdetes Gebiet festgelegt. Wie hier in der Karte zu sehen, befindet sich beispielsweise Neuzelle im Kerngebiet, Eisenhüttenstadt im gefährdeten Gebiet und Frankfurt-Oder in der Pufferzone. Frankfurt-Oders Stadtbroschüre mit dem Titel »Schön hier, oder?« ist erschienen. Diese soll die Bandbreite an Informationen zur Stadt Frankfurt-Oder bündeln. Sie beinhaltet Informationen für Bürger der Stadt Frankfurt-Oder und alle, die es werden wollen. Das A4-formatige Heft ist kostenfrei erhältlich.
Finanziert wurde das Projekt durch Anzeigenwerbung, für die sich der Verlag in Eigenregie verantwortlich zeigte. Die Auflage beträgt 10.000 Exemplare, die unter anderem über die deutsch-polnische Touristinformation, das Bürgerbüro der Stadtverwaltung, die Wohnungswirtschaft Frankfurt-Oder sowie die Wohnbau Frankfurt bereitgestellt werden. In der vorliegenden Fassung soll die Stadtbroschüre für 3 Jahre Gültigkeit haben. Diesen Mittwoch, den 23. September, bis voraussichtlich Donnerstag, den 24. September, erfolgt eine Gesamtsperrung der Fahrbahn Gubener Straße in Höhe Brückenbauwerk bei der Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt. Es erfolgt der Aufbau eines Höhenleitmales beidseitig am Beginn des Brückenbauwerkes. Der gesamte Fahrzeugverkehr wird im genannten Zeitraum über die Karl-Marx-Straße umgeleitet. Nach Beendigung des Aufbaus ist das Brückenbauwerk für Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen und über 2,30 Meter hoch sind, dauerhaft gesperrt. Die Schweinepest wird in unserer Region immer ernster. Bauern dürfen teilweise ihre Felder nicht mehr bestellen. Und zu diesem Thema hat der Landrat aus Oder-Spree nun Stellung genommen. Die afrikanische Schweinepest hat inzwischen größere Teile des Landkreises Oder-Spree erreicht. Der Landrat Rolf Lindemann hatte dazu am Donnerstag voriger Woche den Menschen vor Ort Rede und Antwort gestanden. Naja, wir haben ja hier in der Umgebung nicht von Neuzelle und in Neuzelle selbst haben wir ja tote Tiere gefunden. Die sind jetzt entsorgt worden. Teilweise müssen wir noch weitersuchen. Wir vermuten hier also einen Hotspot. Das kann sich aber erst in den nächsten Tagen klären, nicht? Denn wir müssen zunächst mal Ruhe walten lassen, um die Tiere nicht unnötig in Bewegung zu setzen. Ich bin heute gekommen, nicht um den Bürgern von Auge zu Auge gegenüberzutreten, Fragen zu beantworten und überhaupt zu klären, was da sich in den nächsten Tagen jetzt vollziehen wird. Auf dem Stiftplatz des Klosters versammelten sich viele interessierte Anwohner, um zu erfahren, welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen. Wir werden also in diesem Jahr zum zweiten Mal von einer Krise heimgesucht und Neuzelle hat hier ein ganz mieses Los gezogen. Wir haben die afrikanische Schweinepest hier vor Ort und wir haben hier auch einen Schwerpunkt. Schon am Vormittag hatte man das Gebiet mit einer Drohne abgesucht. Wir haben aber auch heute mit Drohnen das fragliche Gebiet, das ist das Dorchetal, jenseits oder unterhalb der Lieberoser Straße beflogen und haben dabei festgestellt, dass weitere Tiere teilweise leben, teilweise aber auch wahrscheinlich tot dort im Rückzugsraum liegen. Die Tiere ziehen sich ja zurück, wenn sie erkranken. So hatte man nun Erkenntnisse, welche Gebiete zu den Kerngebieten zählen müssen. Also da gehört dazu Koschen, Steinsdorf, Breslak, Ratzdorf, Wellmitz, Streichwitz, Bomsdorf, Schwerzkow, Neuzelle, Teile der Gemarkung Eisenhüttenstadt, Teile der Gemarkung Lawitz, Möbiskruge, Kobbeln, Treppeln, Barow, Ossendorf und Göhlen. Also das ist jetzt das Kerngebiet. Nicht? Also da gelten auch die restriktivsten Einschränkungen. Nicht? Da kann es auch zu Einschränkungen beim Kfz-Verkehr kommen. Nicht? Also der Straßenverkehr wird auch reglementiert werden. Dass es ernst ist, betonte der Landrat deutlich. Das ist kein Spaß, nicht, was wir hier betreiben. Insbesondere die Bürger, die hier wohnen, haben große Einschränkungen hinzunehmen. Und deshalb ist von jedem zu erwarten, insbesondere von denjenigen, die von außen kommen, dass sie hier nicht noch den Schaden vergrößern. Jedoch sollen betroffene Landwirte Entschädigung bekommen. Es ist festgelegt, dass es sich bei diesen Schäden um entschädigungspflichtige Tatbestände handelt. Am Samstag sollte noch weiter sehr intensiv gesucht werden. Wir werden aber am Samstag mit massiven Maßnahmen daran gehen, die Tiere dort zunächst mal aufzusuchen und dann auch zu bergen, wenn wir Kadaver finden. Die letzten Meldungen heute am Montag lauten: Das gesamte erweiterte Kerngebiet mit einem Umfang von gut 58 Kilometern ist mit einem mobilen Weidezaun eingezäunt und zum allergrößten Teil steht auch die Stromversorgung des Zaunes. Die noch fehlenden Weidezaungeräte werden am Montag beschafft und angeschlossen. Das ist eine immense Leistung aller Beteiligten, die den Respekt aller verdient,
sagt Petra Sänger, Amtstierärztin des Landkreises Oder-Spree. Sie appelliert auch an alle Bürger, jede mutwillige Beschädigung dieser wichtigen Barriere zu unterlassen. Der erweiterte Bereich an, der aber bis nach Friedland reicht. Also ein Drittel des Landkreises ist jetzt von dieser Seuche betroffen, nicht? Und da gelten eben die allgemeinen Maßregeln. Am Dienstag ist es soweit. Die 7. Eisenhüttenstädter Feriendiplome werden verliehen. 40 Veranstaltungen für Eisenhüttenstädter Kinder konnten in Zusammenarbeit mit 29 Partnerunternehmen und Vereinen in den vergangenen Sommerferien stattfinden. Das Eisenhüttenstädter Feriendiplom wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren angeboten. Ziel des Projektes ist es, den Kindern aus unterschiedlichen Perspektiven ihre Stadt näher zu bringen. Eine Auszeichnung mit dem Feriendiplom erhalten alle Kinder, die mindestens 4 Veranstaltungen besucht und ihre Stempelkarte im Office abgegeben haben. Diesen Mittwoch können Frankfurter Schüler ab der 9. Klassenstufe die Vielfalt des Handwerks kennenlernen. Dazu laden die Beschäftigungsförderung der Stadt Frankfurt-Oder und die Handwerkskammer Frankfurt-Oder in das ÜAZ der Bauwirtschaft ein. In authentischer Atmosphäre präsentieren sich den jungen Leuten mehr als 30 Aussteller, darunter 26 Handwerksbetriebe und Innungen, und laden sie zu Tests und Mitmachaktionen ein. In persönlichen Gesprächen mit Lehrlingen, Gesellen und Meistern erhalten die Schüler einen Einblick in die täglichen Arbeiten der verschiedenen Gewerke und können dabei auch gleich selbst mit anpacken. Rund 300 Schüler aus Frankfurt und dem nahen Umland haben sich bereits angemeldet. Auch ohne vorherige Anmeldung sind interessierte Jugendliche zur Lehrberufeschau des Handwerks im Frankfurter ÖAZ am Mittwoch herzlich willkommen. Die Fahrbahn am Trockendock in Höhe am Kanal 4 in Eisenhüttenstadt wird am 30. September in der Zeit von 6 bis 8 Uhr und in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt sein. Dort erfolgen Schalthandlungen an der Fernwärmetrasse. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Verkehrsraumeinschränkungen einzustellen. Wenn wir jetzt am Morgen aus dem Haus gehen, merken wir, das Wetter ist doch schon ganz schön frisch geworden. Und wie es in den kommenden Tagen aussieht, sehen Sie im Wetterbericht. Der Wochenbeginn bis Dienstag ist am Himmel wolkenfrei. Es gibt strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen erreichen Werte in der Spitze um 26 Grad und in der Nacht um 14 Grad. Zur Mitte der Woche ziehen dann mehr Wolken vor die Sonne. Es gibt dichte Wolkenfelder, doch hin und wieder scheint die Sonne hindurch. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad. Der Donnerstag wechselt sich dann mit Sonne und Wolken ab. Es ist dann nur noch teilweise bewölkt und Regen ist nicht zu erwarten. Die Tagestemperaturen steigen auf Werte bis zu 24 Grad. Anders waren Sie auch schon wieder die aktuellen Meldungen des Tages von hier und heute. Wir hoffen, Sie schalten auch morgen wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.